Wir haben es in Syrien mit einem hochkomplexen Konflikt zu tun, mit einem gefährlichen Gemisch aus fast unüberschaubaren Frontverläufen und vielen widerstreitenden Interessen vieler Akteure. Und ich persönlich glaube, der Konflikt wird noch lange dauern. Er ist die Folge von Versäumtem. Es gab zunächst unerfüllte Erwartungen gegenüber dem jungen Assad, dann ein Aufbegehren im Zuge des sogenannten arabischen Frühlings, brutale Niederschlagung und schon damals, 2011, hätte die internationale Gemeinschaft nach meiner Überzeugung im Rahmen der von den Vereinten Nationen proklamierten Responsibility to Protect, Schutzverantwortung, etwas tun müssen. Die internationale Gemeinschaft hat nicht gehandelt, wohl auch aus den ernüchternden Erfahrungen heraus, die man mit den vorherigen militärischen Interventionen, zum Beispiel Irak und Libyen, gemacht hat. Heute lernen wir wieder, dass auch Nichthandeln schuldig machen kann. Die Intransigenz des Regimes und das Im-Stich-Lassen der syrischen Bevölkerung haben dann zu einer Radikalisierung des Protestes und Aufkommen der unterschiedlichsten radikalen Gruppen geführt. Der Westen ist zum Handeln weiterhin verpflichtet, aus humanitären Gründen und auch um der regionalen Stabilität willen. Und mit den Flüchtlingen und erneuten Terroranschlägen kommen ja die Probleme auch in massiver Form zu uns. Der zweite Aspekt des Konflikts ist das Aufkommen des sogenannten Islamischen Staats, einer Terrormiliz mit Kalifat. Ambition, ein Grund für ihr Aufkommen übrigens das verfehlte Vorgehen im Irak, und der IS oder Daesh muss besiegt werden. Aus humanitären Gründen, angesichts seiner Grausamkeit, aber auch wegen seiner Ausbreitung und seiner globalen Zielsetzung. Das kann nicht allein militärisch geschehen, aber man hat die Dinge wieder so weit treiben lassen, dass nur die militärische Notbremse übrig blieb. Andere Elemente müssen natürlich sein, die Finanzströme abschneiden, die Rekrutierung eindämmen, der apokalyptischen Verzerrung des Islam in der Propaganda entgegenwirken, humanitäre Hilfe und so weiter. Dass Deutschland sich daran beteiligt, finde ich völlig richtig, und zwar mit Ausrüstung und Ausbildung der Peschmerga und mit den Aufklärungsflügen. Westliche Bodentruppen sehe ich nicht, aber regionale wie die Peschmerga. Wenn allerdings, wie angekündigt, die Türkei oder Saudi-Arabien mit Bodentruppen eingreifen sollten, dann hätte der Konflikt eine neue Dimension. Unerfreulich ist, dass alle sagen, sie bekämpfen den IS, aber alle ihre eigene Agenda haben, auch in dem Stellvertreterkrieg Saudi-Arabien-Iran. Oder die Türkei, die jetzt mit Artillerie die Ausbreitung kurdischer Gebiete im Nordsyrien verhindern will und ganz besonders Russland, auf das es jetzt entscheidend ankommt. Der Kreml hat nach meiner Meinung keinerlei Interesse an der Beendigung von Krieg und Leiden der Bevölkerung, sagt nur, man bekämpfe den IS, bombardiert aber ganz andere Ziele und hat jetzt in Aleppo endgültig die Maske fallen lassen. Ich sehe eigentlich nur obstruktive Ziele in der russischen Politik in Syrien, die Unterstützung des Assad-Regimes als zuverlässiger treuer Verbündeter, aber auch aus genereller Aversion gegen jede Art von Regimewechsel. Der Kreml hat Assads Definition von Terroristen eins zu eins übernommen. Er wahrt seine strategischen Positionen in Syrien. Er hat indirekt Kontrolle über die Luftoperationen der sogenannten Koalition gegen den IS. Russland will es Amerika zeigen und sich als Großmacht in Nahost profilieren, auch gegenüber der heimischen Klientel. Und die Flüchtlingsströme und deren Anschwellen jetzt durch die Einsätze in Aleppo, die werden zumindest billigend in Kauf genommen, weil Russland zunehmend erkennen lässt, dass es an der Destabilisierung Europas und der Schädigung Frau Merkels nicht ganz uninteressiert ist. Wir sehen hier rücksichtsloses Plattbomben wie im Tschetschenienkrieg und zumindest indirekt wird die Strategie des Aushungerns unterstützt von Städten, die sonst nicht so leicht zu erobern wären. Großmacht, man kommt an Russland nicht vorbei und es füllt das Vakuum, das der Westen und besonders die USA hinterlassen haben.
Es gibt zwar für nichts eine militärische Lösung, aber Russland schafft mit militärischen Mitteln vollendete Tatsachen. Und kürzlich sagte ein ehemaliger deutscher General, Russland hat mit seinem militärischen Eingreifen den Friedensprozess erst möglich gemacht. Vielleicht, ja, er hat zumindest die Vereinigten Staaten und den Westen in Zugzwang gebracht. Aber ich habe kürzlich dem russischen Botschafter mal gesagt, hättet ihr euch mal lieber vor 5 Jahren als Großmacht profiliert, als es darum ging, im UN-Sicherheitsrat die unverhältnismäßige Gewaltanwendung gegenüber zunächst friedlichen Protesten zumindest moralisch zu verurteilen. Vielleicht wären wir dann nicht dort, wo wir heute sind. Also die Aussichten für die Münchner Vereinbarung vom letzten Donnerstag, die betrachte ich als düster. Eigentlich sind sie durch Lavrovs Aussagen in München schon wieder kassiert. Selbst humanitäre Erleichterungen sind in weiter Ferne. Und Assad hat heute Morgen großes Desinteresse an Friedensverhandlungen oder Waffenstillstand erkennen lassen. Er hat mit der russischen Unterstützung wieder Oberwasser. Was können wir Russland entgegenhalten? Wir werden mit ihm jetzt natürlich nicht in Syrien in einen Krieg eintreten. Putin hat die Trümpfe in der Hand und wir haben ihm die Eskalationsdominanz überlassen. Man muss hoffen, dass das türkische Vorgehen in Nordsyrien jetzt uns nicht noch ungewollt in einen Krieg zwischen der NATO und Russland hineinzieht. Natürlich müssen wir alles tun, um die Verhandlungen, den Verhandlungsprozess aufrechtzuerhalten bzw. wieder zu beleben. Aber wer sich auf der Gewinnerstraße wähnt, der ist natürlich nicht leicht zu stoppen. Also kann man augenblicklich nur auf lokale Waffenruhe und auf humanitäre Erleichterungen hoffen.